Das Licht von unserer dunklen, kalten, schwarzen Sonne, das ist absolut schwarz. Dunkel kann keiner sehen. Das Universum ist auch dunkel. Absolutes Dunkel, Dunkelheit. Es ist nicht so wie diese Sklavenhalter und diese Kriegsverbrecher, diese Alliierten erzählen. Oder die katholische Kirche, dieses Kinderfickervieh. Es ist dunkel, es ist schwarz und es ist kalt. Und wir haben eine kalte Sonne, hier gibt es nur kalte Sonne in diesem Universum. Und nicht heißes Licht, sondern kaltes. Wenn das Licht von der dunklen, schwarzen, kalten Sonne kommt, die Sonne ist 1.400.000 Kilometer groß, multipolar, magnetisch, das haben sie auch aus Versehen zugegeben. Ne, dieses kriminelle Vieh, diese Kinderficker. Und 1.400.000 Kilometer groß und die Erde, ne, das ist das hier, nicht das. Und die Erde ist 13.000 Kilometer groß, das ist das hier, nicht das. Für die ganz doof. Und zweipolig. Magnetisch, ne? Wissen wir. Der Mond ist 3500 Kilometer groß, sagen sie jedenfalls. So, und wenn das Licht von der dunklen, kalten, schwarzen, kalten Sonne kommt, ne? Von der Eis-Baby-Sonne. Ja, kommt's her. Dann fliegt es durch Universum. Minus 270 Grad ist aber kalt genug. Für die Vollidioten. Dann kommt sie hierher geflogen, ne? Durchs Universum, dann trifft sie unten auf die Materie, auch auf die Unsichtbare, ne? Die tut es dann erregen, dieses kalte, unsichtbare schwarze Licht. Es wird Wärmestrahlung frei, ne? Da haben wir ja schon gemerkt, dass es hier unten wärmer ist, keine minus 270 Grad. Dann in verschiedenen Wellenlängen trifft es dann auch auf die Augen, ist immer noch unsichtbar, kannst nicht sehen. Es tut die Rezeptoren erregen, dann wandert das mit 400 km/h ins Gehirn, wenn man eins hat. Weil das Licht ist ja 300.000 Kilometer in der Sekunde schnell. Dann wird es verarbeitet. Na, verarbeitet bei denen, die ein Gehirn haben. Eis, Baby. Aber nur bei denen, die ein Gehirn haben. Das ist kein Koks. Ja, und dann sollte da oben das Licht angehen. Sollte, muss aber nicht. Bei den Idioten bleibt es halt aus, ne? Da bleibt es halt dunkel zwischen den Ohren. Und bei denen, die es begriffen haben, weil ich gesagt habe, da geht's an und da wird Licht. Erst da oben, nicht am Lichtschalter, nicht in der Lampe, nirgendwo anders. Ne? Das ist durch die magnetische Reibung. Wenn das Licht am Nordpol und Südpol kommt, ne, dann haben wir dann die Nordlichter und die Südlichter. Es ist kalt. Sonst wäre es ja da oben warm am Nord- und Südpol. Wenn es Licht warm wäre, dann wäre doof, da würde auch der Himmel brennen. Wenn man sehen könnte, könnte man den Rest nicht sehen, für die ganz Doofen. Ja, so ist das. Und wenn das Licht da am Nord- und Südpol kommt, die Nord- und Südlichter durch die magnetische Reibung wird es emittiert. Ne? Und es ist kalt. Bei der Sonne, da die multipolar magnetisch ist, da wird auf der Sonnenoberfläche, ne, das ist eine richtig feste Sonne, nicht hier ein Gasplanet oder was sie sagen, mit mehreren Millionen oder tausend Grad kalt, mehrere tausend. Was diese Vollidioten, diese Honks sagen. Diese Platzschippe. Ne, das sind ja Vollidioten, was anderes ist es ja nicht. Das könnt ihr euren Lehrern sagen, ihr lieben Kinder, dass es Dorftrottel sind. Und wir stammen auch nicht ab von den Affen und von den Schweinen, sondern wir wurden erschaffen. Ne, wir sind die Kinder von den Göttern oder von Gott. Ja, so genau kann man das alles nicht sagen. Ja, ist so halt so, ne? Jedenfalls da auf der Sonnenoberfläche durch die ungeheure Anziehungskraft, ne, tut sich die Größe der Erde verdoppeln, tut sich die Anziehungskraft verachtfachen.
ne, von 13.000 auf 26.000 Kilometer und dann nochmal 30. 19 plus 19. Ich weiß auch nicht, wer das ausrechnen kann. Ja, ich bin zu doof dafür. Ja, dann nochmal verachtfachen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr mehr wie eine Tonne wiegt, wie ob ihr euren kleinen Finger bewegen könnt. Und bei der Sonne, die ist ja nur etwas größer, dann sind wir platt gedrückt. Aber dieser magnetische Druck, da erfolgt eben, Licht ist ja Energie und Masse gleichzeitig, erfolgt eine kalte Fusion und die schweren Elemente, die werden runtergezogen zur Sonne und die leichteren, ne, das wissen wir, die werden weggepustet. Das haben sie uns auch gesagt, aus Versehen. Und die Sonne kriegt auch ab und zu mal Besuch von, die können die Anziehungskraft von der Sonne abschirmen. Also die sind uns haushoch überlegen. Und riesengroß und ja, ist halt so. In meinen Videos, die ich gemacht habe, hat man das schon gesehen. Und da gibt es ja immer wieder Sonne. Systemtreuen, ne, Sklaven, die mich dafür anzeigen hier. Ne, und das systemtreue Vieh von den sozialen Medien, von diesen asozialen Kriminellen. Ne, das ist ja asoziales, kriminelles Vieh von diesen sozialen Medien. Ne, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Asozial, weil die sagen ja auch nicht, wer uns anscheißt. Dieses asoziale, kriminelle Kriegsverbrecher-Vieh. Dieses Kinderficker-Vieh. Das sagen wir halt nicht. Aber wir werden euch kriegen, weil wir sind noch im Kriegszustand mit der katholischen Kirche und mit den alliierten Kinderfickern. Ne, mit diesen Kinderfickern sind wir auch noch im Kriegszustand. Und Kriegszustand ist Todesstrafe für Kriegsverbrechen. Könnt ihr euch merken? Könnt ihr euch merken, bereitet euch schon mal auf euer Sterben vor. Nicht, dass ihr denkt, ich reg mich auf, ne? Warum denn noch? Ich freue mich, wenn die Köpfe rasiert kriegen. Wenn die Sklaven hier mal aufwachen. Und sagen, sie wollen keine mehr sein. Und das mit Nachdruck durchsetzen, weil das ist ein Kriegsverbrechen. Steuern zu verlangen von Gefangenen, ne? Wir sind ja immer noch Gefangene, ne? Von der Kirche und natürlich von den alliierten Kriegsverbrechern. Ja, die Kirche ist ja mittendrin nicht nur dabei. Ja, das ist alles mit eingestiehlt. Ob die sich nun katholisch, evangelisch und was weiß ich wie nennen. Alles Kinderficker, Vieh. Natürlich gefällt es denen. Ich glaube an Gott, ich darf Kinder ficken. Wie sind die? Der hier, Bambet. Dieses Drecksviehzeug. Es ist ein dermaßen was von Drecksviehzeug. Die kapieren wirklich nur Knüppel aus dem Sack. Kennen wir ja, ne? Erst beim Knüppel aus dem Sack hat das Vieh die Schätze zurückgegeben. Und das ist wirklich wahr, diese Geschichte. Ne? Erst Knüppel aus dem Sack. Ja, und da hat er den Goldesel zurückgegeben und das Tischlein deckt es. Und genauso ist es ja auch. Wir sind eigentlich alle unendlich reich. Das haben sie uns gestohlen, unseren Reichtum, unser Grund und Boden, unsere Häuser, unsere Städte, unsere Dörfer. Nicht nur gestohlen, auch noch zerstört. Ja, die ganzen Kunstgegenstände, die Kunst zerstört. Eine dreckige Badewanne ist jetzt Kunst, der Haufen Scheiße ist jetzt Kunst. Und dann kommen die hin und sagen, das liegt im Auge des Betrachters. Dieses Kinderficker-Vieh. Es ist unglaublich, was das für ein dummes Vieh ist. Ah. Ich mach da schon lange nicht mehr mit. Ich hasse dieses Vieh. Seht ihr, ich kann da immer noch lachen. Nur die werden bald nichts mehr zu lachen haben, weil die wissen, dass ich recht habe. Aber sie hätten sich ja ändern können rechtzeitig. Sie hätten es nur wollen müssen. Nur wollen, das ist alles. Dann wären wir alle unendlich reich. Aber wollen sie halt nicht.